Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo ich auch mit vielen Gitarrenschülern von mir spreche. Und zwar geht es da um die verschiedenen Pentatonik-Fingersätze. Und ja, ich habe so den Eindruck, dass manche meinen, man kann erst richtig improvisieren und Solo spielen lernen, wenn man erstmal alle Fingersätze kann und ja die ganze Theorie verstanden hat. Und dann kann man da langsam mit anfangen. Ich sehe das persönlich ein bisschen anders. Und ja, da möchte ich heute mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, ja, ich habe selber so ein Konzept, ich nenne das hier im Unterricht immer Pentatonik Plus, und so schreibe ich es mir auch immer hier in meinen Notizen auf, dass ich die Töne von der Pentatonik, die sich überschneiden, weglasse. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Und zwar ist es so, den Standardfingersatz hier normal A-Moll bzw. C-Dur. Den kennen natürlich die meisten und vielleicht auch hier links daneben den oder den rechts hier davon. Aber was vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass die meisten Töne identisch sind. Wenn ich den hier mal runterspiele, den Fingersatz. Ja, und jetzt spiele ich den Fingersatz hier mal runter, den links davon, von mir aus gesehen. Merkt man, sind dieselben Töne, ne? Genau gleich. Und wenn ich jetzt von hier anfange, jetzt fange ich hier an, ist auch genau gleich. Das heißt, wenn ich mir die Fingersätze hier angucke, diese drei hier, dann gibt es eigentlich nur ein paar Töne, die überhaupt in dem Fingersatz, der hier in der Mitte liegt, nicht drin sind. Und zwar ist das einmal der hier oben, also das hohe D. Und alle anderen, die hier sind, sind in dem Fingersatz hier, dem Standardfingersatz E enthalten. Und bei dem Fingersatz hier links sind es die beiden. Beziehungsweise eigentlich ist es nur der, nur das G hier. Ja, also es sind wirklich nur zwei Töne, die hier in dem Fingersatz rechts und dem Fingersatz links nicht sowieso in dem in der Mitte hier schon enthalten sind. Und beim Improvisieren geht es natürlich darum, auch wenn man den Fingersatz wechselt, den Tonumfang, vor allem auch was die Höhe und die Tiefe angeht, also die Lagen zu erweitern. Und da macht es also genauso Sinn zu sagen, ich konzentriere mich erstmal hier auf den Standardfingersatz. Nehme da meine ganzen Licks. Und dann nehme ich einfach nur von dem Fingersatz hier links den Ton und vielleicht noch drei weitere dazu. Die überschneiden sich dann zwar, aber das führt dazu, dass ich hier so schön 3-5-3-5 hier so schön spielen kann in dieser kleinen Box. 3-5-3-5. Dann könnte ich zum Beispiel hier rüberrutschen. Das mache ich sehr gerne und bin dann hier im Standardfingersatz. Ne? Also und habe dann hier den tiefen Ton mit drin. Ne? Und schon habe ich die Pentatonic-Box eigentlich komplett mit allen Tönen erweitert, die sowieso hier in dem ganzen Fingersatz drin sind, dadurch, dass ich nur diesen einen Ton und vielleicht noch die drei weiteren dazugenommen habe. Ne? Das heißt, ich habe diese Box hier, den Standardfingersatz und komme jetzt zur nächsten Box. Das wäre, wie gesagt, der Ton, der neu ist in der Box hier rechts, ist der hier im 10. Bund. Und dann nehme ich auch, damit ich wieder ein bisschen Kontext hier habe, nehme ich vielleicht die drei Töne hier davor noch dazu. 8. Bund H-Seite, 10. Bund H-Seite, 8. Bund E-Seite und der neue Ton 10. Bund auf der hohen E-Seite. Ja, dann kann ich hier auch schön bänden, ne, und hab den Fingersatz hier schön erweitert mit höheren Tönen dabei. Und ja, dadurch, wenn ich das hier bände, ne, kann ich zum Beispiel einen Halbton bänden, dann habe ich hier noch die Blue Note dabei. Einen Ganzton habe ich hier die Quinte. Ne, richtig den Tonumfang erweitert. Ich spiele auch manchmal den Ton hier noch. Ne, dann habe ich hier so eine Fünferbox. Ne, dann habe ich richtig schönen Tonumfang. Ne? Also hier 3, 5, 3, 5. Hier den Standardfingersatz. 5, 8. Kennt man ja, ne? Und dann hier noch 8, 10, 8, 10. Ja, und das Solo, was ich gerade im Intro gespielt habe, das war auch nur mit dieser einen Box plus die extra Töne hier. Ne? Und es ist auch so, viele von den Licks, die man hier übt, ne? Ne, die kann man dann genauso gut an der anderen Stelle auch wieder spielen. Ne, das heißt, ob ich die Licks hier übe
Ne, ob ich die hier übe oder in einem anderen Fingersatz, es überschneidet sich ja eh alles und man spielt ähnliche Sachen. Ich will nicht abstreiten, dass einen vielleicht die anderen Fingersätze hier nochmal auf neue Ideen für Licks oder nochmal anders inspirieren würden. Ne, also ich nutze alle Fingersätze. Ne, das ist jetzt einfach nur mal so ein Gedankenspiel, dass man vielleicht auch, gerade wenn man noch neu ist im Thema oder sich noch weiter verbessern will, dass man erstmal aus weniger Tönen versucht, mehr rauszuholen. Das ist vielleicht so die Kernbotschaft, die ich hier vermitteln will. Also mit weniger mehr machen. Ne? Genau. Ja, würde mich sehr interessieren, was du dazu meinst. Ob du das schon mal darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Vielleicht auch gerade, vielleicht wusstest du das ja auch gar nicht, dass sich die Töne der Fingersätze fast immer zum größten Teil überschneiden. Ne? Natürlich hier oben nicht mehr. Ne? Das gilt jetzt immer nur für die unmittelbar daneben liegenden Pentatonik-Fingersätze. Und ja, vielleicht möchtest du das immer ausprobieren und würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar da lässt und natürlich ein Abo und ein Like. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.